wenn ich mir die Langfristentwicklung, Lebensalter, Beschäftigung anschaue, wie wollen wir denn auf Dauer ein Rentensystem haben, ohne Flexibilität, wenn wir auch den Rentnern ein erträgliches Niveau an Rente garantieren wollen. Schon jetzt fließen 100 Milliarden aus Steuergeldern da rein, weil die Beiträge nicht ausreichen. Ich will die Steuergelder jetzt nicht kürzen, aber wenn ich langfristig denke und weiß, dass die Menschen, dass meine Kinder viel älter werden, wahrscheinlich als wir selbst, dann gehört für mich zum Sozialen eben auch dies oder anders ausgedrückt, was ich vermisse ist, gehen wir in die Umweltpolitik. Man kann zur Kernenergie stehen, wie man will. Die Entscheidung ist gefallen, wir steigen aus. Die Form, wie wir ausgestiegen sind, ist unverantwortlich. Kurz vorher wird gesagt, wir verlängern die Laufzeiten. Dann passiert Fukushima, es ist opportunistisch rauszugehen, wir gehen raus. Mit dem Ergebnis, dass diese Energiewende Milliarden kostet, ohne dass die Umwelt davon irgendetwas profitiert. Aber ich gebe zu, wenn Frau Merkel nicht ausgestiegen wäre, wäre sie nicht mehr Bundeskanzlerin. Das gebe ich zu. Insofern wäre es wie Herrn Schröder gegangen. Herr Schröder hat das Richtige gewollt mit seiner Agenda und er hat es bezahlt mit der Wahlniederlage.